Trash-TV-Fans aufgepasst, die Alm feiert ein Comeback. Die Neuauflage des Kultformats wird in diesem Jahr von Colleen Ullmann-Fernandes und Christian Düren moderiert. Einige Zuschauer können sich bestimmt noch an die erste Staffel von 2004 erinnern. Damals holt sich Kadalot den Titel. 7 Jahre später Manni Ludolf. Und wer wird 2021 zum Almkönig oder Königin gekürt? Diese 13 Promis soll ProSieben ab dem 24. Juni ins Rennen schicken. Mit Aaron Hundhausen zieht ein bekanntes Kuppelshow-Gesicht auf die Alm. Nach Ex on the Beach ist er bei Are You the One zu sehen. Und das auch regelmäßig beim Sex mit seinem Flirt Kathleen. Ob er auch bei die Alm für pikante Szenen sorgt, bleibt abzuwarten. Eine, die sich ebenfalls mit Sex vor der Kamera auskennt, ist Erotikdarstellerin Vivian Schmidt. In den 2000ern wird sie durch ihre Pornofilme bekannt, die teilweise sogar preisgekrönt sind. Paris Herms steht ihr in Sachen aufreizende Outfits in nichts nach. Das Websternchen geizt nicht mit seinen Reizen. Kein Wunder, schließlich legt er sich für diesen XXL-Hintern schon mehrfach unters Messer. Für die perfekte Trash-Unterhaltung ist natürlich auch eine bekannte TV-Zicke ein Muss. Für diesen Posten kommen gleich mehrere Kandidaten in Frage. Zum einen Katharina Eisenblut, die bei Deutschland sucht den Superstar dieses Jahr regelmäßig für Zoff sorgt. Benedetto Paterno beweist in der 2. Staffel von Prince Charming, dass er zur Diva werden kann, wenn ihm etwas nicht passt. Und dann hat noch Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis das Zeug zum Unruhestifter. Als er 2020 um das Herz von Melissa D'Amelia kämpft, nimmt er keine Rücksicht auf Verluste. Ist Streit mit den dreien also schon vorprogrammiert? Fernsehkoch Christian Lohse ist ein Trash-TV-Neuling, aber für sein loses Mundwerk bekannt. Bei Kitchen Impossible oder Grill den Hänsler fällt er durch flotte Sprüche auf. Mit dabei ist auch Udo Lindenbergs ehemaliger Kumpel und Bodyguard Eddie Kante, der schon mehrmals hinter Gittern sitzt. YouTuber Matthias Schneider, aka Hollywood-Matze, ist ebenfalls eine echte Kante. Für seine Muskelberge gönnt sich der Bodybuilder mehrere tausend Kalorien am Tag. Bei die Alm wird er allerdings mit deutlich weniger auskommen müssen. Auch Siria Campanozzi muss auf etwas oder eher jemand Wichtiges verzichten. Ihren Freund Davide. Bisher gibt es die Influencer im TV nur im Doppelpack. Dieses Mal ist die Temptation Island Beauty auf sich allein gestellt. Für die nötige Portion Glamour sorgt trotz bescheidener Lebensbedingungen mit Sicherheit Travestiekünstlerin Yonce Banks. Nach ihrem Sieg bei Queen of Drags will sie sich nun auch den Titel Almkönigin sichern. Komplettiert wird der Cast durch Schauspielerin Miriam Dumont und Ex-Profisportlerin Magdalena Breschka. Beide Frauen sind absolute Trash-TV-Jungfrauen. Es dürfte also spannend sein, wie sie sich schlagen. Vielleicht holt sich ja eine von ihnen die Krone und löst damit Kadalot als amtierende Almkönigin ab.